Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den edlen Armbanduhren der unterhaltsamsten Uhrensendung im deutschen Teleshopping. Ich begrüße auch recht herzlich meinen Experten Dirk Pfeiffer. Herzlich willkommen. Olaf, sei du mir auch willkommen und vor allen Dingen Sie zu Hause. Wir haben heute wieder auch interessante Angebote, das heißt eigentlich sensationelle Angebote. Für jeden bezahlbar und für jeden was dabei. Also freuen sich auf die Stunde. Liebe Zuschauer, liebe Uhrenfreunde, wir möchten Ihnen jetzt eine extrem sportliche Uhr vorstellen und natürlich ans Herz legen, die Cavity von Constantin Dumont. Dirk, was sagst du dazu? Ja, eine tolle Uhr und schauen Sie sich den Preis an. Also das ist sensationell, das muss man wirklich sagen. Und dafür bekommen Sie eine richtig tolle Taucheruhr. Das ist eine Profi-Taucheruhr. Sie können, wenn Sie möchten, Tauchkurs besuchen, richtig mit Atemgemisch damit tauchen. Müssen Sie aber alles nicht. Auf jeden Fall für Sie die große Sicherheit. Sie haben eine wasserdichte Uhr, Sie haben eine robuste Uhr mit 30 ATM. Sie haben sogar eine Uhr mit einer zweiten Zeitzone. Und es ist eine Automatikuhr. Das heißt also, da brauchen Sie nie eine Batterie für kaufen. Die läuft alleine durch Ihre Handbewegung. Heißt also für Sie auch, die bleibt geschlossen, die bleibt auch 30 ATM wasserdicht. Und schau mal, Olaf, das ist ja die besonders edle Edition in dieser tollen Bicolor-Optik mit Gold und Stahl. Bicolor-Optik, ja. Wow, das gucken wir uns auch mal aus dieser Perspektive an. Das Mittelteil nicht am Handgelenk, sondern am Armband, ist sagt der Fachmann. Vergoldet, so sagt der Fachmann. Vergoldet, genau. Jawohl. Rest ist leicht satiniert und dann hast du diese wunderschöne IP-vergoldete Lünette. Also in Gold haben wir die Lünette, die Krone und Mittelteil vom Armband. Und das macht natürlich diese tolle Zweifarboptik aus. Und das ist auch ein Trend auf der Baselwelt, auf der großen Weltuhrenausstellung sozusagen. Das heißt also, diese Bicolor-Optik, zwei Uhren oder zwei Farbtöne in einer Uhr vereint. 30 ATM Wasserdichte, was heißt das ganz genau, Dirk? Was kann ich, was können die Zuschauer mit dieser Uhr alles veranstalten? Ja, im Prinzip kannst du sogar tauchen damit gehen. Für Sie aber wichtig, die wenigsten gehen ja tauchen oder sind Profitaucher oder Hobbytaucher. Für Sie einfach wichtig, der ultimative Schutz vor Wasser oder gegen Wasser. Da kann absolut kein Wasser eindringen. Das ist absoluter Schutz oder auch gegen, du sagst ja auch immer so gerne, gegen Feinstaub oder gegen höhere Drücke. Gegen all das sind Sie bestens gewappnet mit der Cavity-Automatikuhr. Okay, das heißt, wenn ich mich für eine Uhr entscheide, die 30 ATM Wasserdichte vom Hersteller garantiert, heißt das auch, ich bin grundsätzlich auf der sicheren Seite, A, was Feuchtigkeit betrifft und natürlich. B, natürlich auch alle anderen Umwelteinflüsse. Das kommt da schlicht und ergreifend nicht rein. Jetzt müssen wir einfach noch mal ganz kurz über den Preis reden. Vorzugspreis von 109,99. Ja. Listenpreis dieser Uhr knappe 400 Euro und wie der bitte? Preis, ja ein Viertel davon, das ist der Preis, den wir jetzt von Ihnen quasi haben möchten. Wow. 100 Euro und, also 109,99 €. Da bekommen Sie letztendlich normalerweise nichts Vergleichbares für. Das Tolle ist, Taucheruhren fangen auch, selbst Quarzuhren im Sportartikelladen bei 250 Euro, 300 Euro an. Das als Automatik, also eine Automatikuhr ist immer wertiger als eine Quarzuhr, weil es halt ganz, ganz viele kleine mechanische Bauteile sind, die da zusammenkommen. Kleiner Hinweis, wir haben aktuell nur noch 10 Bestellmöglichkeiten von der Cavity Automatik. Und schauen Sie sich bitte auch mal dieses Zifferblatt an. Was ist denn hier passiert? Wie kriegt ein Hersteller, wie kriegt ein Designer ein Zifferblatt so strahlend? Ja, das ist also diese Sonnenschliff-Technik. Das ist ein Metallzifferblatt. Das wird speziell geschliffen und poliert. Und dadurch kann in die erste Schicht kann richtig tief Licht eindringen, kann das reflektieren. Und deshalb hast du immer wieder eine andere Facette, was das Zifferblatt betrifft. Zum einen ist das eine Automatikuhr mit einer zweiten Zeitzone. Das ist natürlich auch schön, wenn Sie mal im Urlaub sind, in zwei Zeitzonen sich bewegen. Und das ganz Tolle, wenn Sie sich für so eine Taucheruhr entscheiden, die kommt niemals aus der Mode. Die hat es vor 50 Jahren, sage ich mal, in ähnlicher Form gegeben, die wird es in 50 Jahren noch so geben. Das heißt, diese Uhr ist zu jedem Anlass, zu jeder Kleidung, zu jedem Stil absolut tragbar. Damit Sie diese Uhr auch wirklich tragen können, sollten Sie unbedingt anrufen oder wenn Sie wollen, auch über unsere Internetseite bestellen, dann kriegen Sie auch diesen Vorzugspreis von 109,99. Ihre Bestellnummer ist die 1502 419 und wir sagen jetzt schon mal viel Spaß beim Tragen dieser Uhr. Schauen Sie sich Ihre Uhr an. Letzte Bestände von der Vogue von Nautech No Limit für den ganz kleinen Vorzugspreis von 64,99. Diese Uhr verkörpert sehr viel Sportlichkeit. Deswegen kann ich es tragen, deswegen kann es der Dirk auch tragen, selbstverständlich. Ja. Und Sie zu Hause erst recht natürlich. Natürlich. Und, das Tolle ist dabei, diese Uhr ist ein kleines Preis-Leistungswunder, das muss man wirklich mal dazu sagen. Denn fangen wir mal an mit dem Gehäuse. Das ist kein Kunststoff, das ist kein Chirurgenstahl, sondern es ist ein absolutes Hightech-Material, das ist Carbon. Das ist eine Carbonfaser und Sie wissen, das ist sehr, sehr teuer. Das ist ein Material, was normalerweise sehr spröde ist, also ganz, ganz schwierig
in Form zu bringen. Und dass es uns hier gelungen ist, ein echtes Carbon-Gehäuse zu bauen, das ist wirklich eine kleine Sensation. Noch dazu für den Preis 64,99 €, das gibt es normalerweise nicht auf dem Markt. Und Carbon wird immer dann gebraucht, wenn Sie extreme Stabilität wollen und wenn Sie Gewichtsersparnis haben wollen. Das heißt also, extrem robust, extrem stabil, aber zum Sport auch ideal zu tragen. Das ist das erste Superlativ dieser Uhr. Das zweite ist, dass wir es geschafft haben, für 64,99 € ein ISA-Alarmchronographen zu bauen. Moment. Das heißt also, ja. Wir haben hier für 64,99 € eine Alarmfunktion. Genau. Das heißt, ich kann mich an Termine erinnern lassen. Ja. Ganz dezenter Alarm, der Sie da an Termine erinnert. Und das ist nicht irgendein Werk, sondern das ist ein ISA 8174 Kaliber. Hilf uns, wer ist das? Wer, was ist das? ISA gehört zu den drei großen Playern in der Schweiz, die den Weltmarkt beliefern mit Luxus- und Qualitätswerken. Okay. Es gibt Ronda, es gibt ETA selbstverständlich und es gibt aber als dritten ISA. Und immer wenn Sie ISA-Qualität sehen, dann wissen Sie, Sie sind hundertprozentig auf der sicheren Seite. Die besten Uhrmacher, die besten Uhrwerke kommen nach wie vor aus der Schweiz. So sieht's aus. Wir schauen uns einfach noch mal die Uhr an. Wir haben ein Zifferblatt mit vielen Anzeigen. Hilf uns noch mal ganz kurz. Ja. Wir sprechen von einem Chronographen, also Stoppfunktion. Wir haben eine Stoppfunktion. Wir können den auch gerne mal aktivieren. Startet man wie jede andere Uhr auch mit dem Drücker oben rechts. Und dann geht der zentrale Stoppsekundenzeiger los und misst dann hier die Sekunden im 1-Sekunden-Bereich. Noch dazu haben wir eine 30-minütige Gesamtchronographenmessung. Die kleine Sekunde für die normale Uhrzeit läuft hier mit auf der 2-Uhr-Position. Wir haben sogar eine Wochentag- und eine Datumsfunktion. Und dieser kleine Zeiger, der sich hier etwas unter dem Stundenzeiger versteckt, das ist die einstellbare Alarmfunktion. Die haben Sie hier, die können Sie mit der Krone einstellen. Und Sie haben hier einen weiteren Drücker und der dient nur dazu, diesen Alarm ein- und auszuschalten. Wir haben ein schönes, großes Gehäuse. Wir haben 46 mm Durchmesser. Und das Tolle ist, es ist ein Alarmchronograph. Es ist Datum und Wochentag mit dabei. Und es ist ein Schweizer ISA-Kaliber. Und zwar ein sehr wertiges 8174-220, um genau zu sein. Dankeschön. Gerne. Ja, danke. Viele Daten. Aber das ist schon in Ordnung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Aber es ist wirklich wichtig, wenn man den Preis auch mal berücksichtigt. Fertig. Wolltest du auch noch was sagen, Olaf? Darf ich? Okay. Wer Wert legt auf wirklich leichte Uhren und technisch ausgereifte Uhren, der ist wirklich mit dieser sportlichen Uhr von Nautic No Limit einfach bestens beraten. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich möchte einfach was Leichtes am Handgelenk haben. Etwas Sportliches, etwas, was natürlich auch ihren Charakter so ein bisschen unterstreicht. Und vielleicht ist man in der Woche etwas sportlicher unterwegs und am Wochenende trägt man vielleicht eher eine klassische Uhr. Und wir machen es grundsätzlich möglich bei diesem süßen kleinen sexy Preis von 64,99 €. Perfekt, ja. Du wolltest nichts sagen? Nein. Wow. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich bitte darum, ja. Die 1502-403, Ihre Bestellnummer. Und mit der nächsten Uhr, liebe Zuschauer, geht es sportlich weiter. Das ist ja genau das Thema von Dirk und mein Thema, so langsam. Wir möchten Sie mit dieser sportlichen Uhr, mit der Seabreaker Automatik, auch noch einen Ticken sportlicher, männlicher, markanter und interessanter machen. Ja. Und wir haben jetzt gesagt, okay, der Geldbeutel sollte da einfach geschont werden. Ja. Deswegen haben wir den Preis auch deutlich reduziert von 289 runter auf 99,99 €. Überlegen Sie jetzt mal. Jetzt kommst du. Ja, das ist wirklich ein absoluter Vorzugspreis. Und da kann man aber sagen, Mensch, ist das eine Uhr, oder? Das ist wirklich eine richtig große, starke Uhr. Wir kommen hier so auf etwa 200 Gramm Gewicht. Massiver Chirurgenstahl. Echt? Ja? Ein Seiko-Automatikwerk ist mit dabei. Ich würde es so sagen, 180 bis 200 Gramm. Ja, 180 bin ich dabei. Ja? Gucken wir mal. Okay. Machen wir einen Test. Wir haben eine Waage mitgebracht. Ja, oder mal? Ja, 175, 180 Gramm. Wir haben Durchmesser in etwa von 43 mm. Das heißt, eine wunderbar ausbalancierte Uhr. Und schauen Sie mal an. Das ist so das Sinnbild einer Taucheruhr. Sicherlich wissen Sie, Marken wie Rolex haben so in den 50er Jahren durch eine Rolex Submariner so das klassische Bild, wie sich jeder eine Taucheruhr vorstellt, geprägt. Heißt aber auch, das war vor 50 Jahren oder über 50 Jahren. So eine Uhr kommt nie aus der Mode, ist immer toll zu tragen, ist immer aktuell. Und es gibt auch, schauen Sie mal, das ist ein Anzug jetzt. Wie Sie sehen, das ist ein Anzug, den der Olaf trägt. Ebenso ist die Uhr, ebenso ist diese Uhr perfekt zum T-Shirt zu tragen oder zum Pullover. Ja? Völlig egal, sehen immer perfekt angezogen damit aus. Ja. Man kann natürlich dafür auch viele 1000 € ausgeben, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wenn Sie das möchten, dann sind Sie hier bei uns verkehrt, denn wir erreichen grundsätzlich immer ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Du sagst ja immer so schön,
Die inneren Werte sind entscheidend. Richtig. Lass uns mal über die reden. Ganz genau. Und schauen Sie sich mal an, was da steht. Da steht erstmal Automatikwerk. Das heißt also, eigentlich viel wertiger als ein Quarzwerk und viel aufwendiger, weil diese Uhr nur aus kleinen Zahnrädern, mechanischen Bauteilen konzipiert ist. Mhm. Dann sehen Sie, das ist nicht irgendein Automatikwerk. Nein, das ist ein Seiko. Und zwar in diesem Fall ist es das NH35 Automatikkaliber. Heißt für Sie, extrem robust, zuverlässig, ganggenau. 24 synthetische Rubine mit dabei. 21.600 Halbschwingungen. Ist das gut? Sehr, sehr gut, sehr, sehr ganggenau. Bidirektionaler Rotor, das heißt, der Rotor zieht beidseitig auf, egal, okay, wie Sie es zum Beispiel in den Uhrenbeweger legen, wenn Sie eine haben. In etwa 40 Stunden Gangreserve. Seiko-eigene Stoßsicherung, die heißt Diashock bei Seiko. Ich will nur sagen, für 99 Euro ist das normalerweise nicht möglich, was wir Ihnen hier als Komplettpaket zusammengeschnürt haben. In der Seabreaker-Automatik-Variante in Stainless Steel. Das ist eine vollwertige Profi-Taucheruhr. Ich möchte sagen, mindestens Marken- bis Luxusbereich. Also es ist eine absolute Top-Markenuhr. Und das zum Preis unter 100 Euro. So, das Verrückte ist, Sie müssen das auch gar nicht mal komplett zahlen auf einmal. Überleg mal. Selbst ab 94 Euro können Sie, wenn Sie es möchten, sich diesen Preis aufteilen lassen. Das ist die 0% Finanzierung auf 3, 6 oder 12 Monate. Aber ich denke, für 99,99 bei diesen Ausstattungsmerkmalen, 30 ATM Wasserdichte und unsererseits obendrein auch noch 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, da kann man nicht wirklich Nein sagen. Da machen Sie nichts verkehrt. Und wenn Sie sagen, eine Taucheruhr gehört in meine Uhrensammlung oder die will ich einfach für den Alltag haben oder wenn Sie Handwerker sind und eine robuste Uhr, die hart im Nehmen ist, suchen, auf die Sie sich verlassen können, die bleibt ja auch wasserdicht bei, die bleibt geschlossen, läuft alleine durch Ihre Handbewegung. Auch ein Vorteil bei einer Automatik-Taucheruhr, da verlassen sich ja die Taucher normalerweise drauf. Also das finde ich ist ein sensationelles Paket. Bislang immer so 129 Euro, heute unter 100. Die Seabreaker Automatik, das ist unsere heiße Empfehlung für sportlich aktive und sportlich attraktive Männer. Der Tourbillon, liebe Uhrenfreunde, liebe Zuschauer, ist bis heute sozusagen die Krönung in der Uhrmacherkunst. Auch heute im 21. Jahrhundert ist es immer noch sehr kompliziert, einen Tourbillon zu bauen, zusammenzusetzen, weil da ist immer noch jede Menge Handarbeit. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir Ihnen diesen Tourbillon nicht etwa für 1.500, auch nicht für 1.200 anbieten können. Was immer noch, also 1.500, 1.600 Euro wären immer noch ein super Preis dafür. Ja. Im Internet kostet ja sowas mindestens 2.000 Euro und hat da nicht die Ausstattung von unserem Modell, das wir hier haben. Also es ist ein super Preis. Reden wir über so die Ausstattung, mein Lieber. Ja. Zum einen, wie gesagt, der Tourbillon ist ja so der Ritterschlag im Bereich der mechanischen Uhrmacherkunst. Und Sie sehen hier erstmal Tourbillon. So muss ein Tourbillonwerk aussehen. Komplett filigran, komplett transparent. Sehen Sie? Ich gehe mit dem Zeigefinger dahinter. Das scheint zu schweben. Das scheint ein schwebendes Element zu sein, was mit nichts verbunden zu sein scheint. Und das ist ja der Urgedanke des schwebenden, fliegenden 1-Minuten-Tourbillons, die Schwerkraft auszugleichen, dadurch, dass das Uhrwerk sich innerhalb einer Minute im dreidimensionalen Raum stets woanders befindet. Niemals länger als eine Sekunde auf der gleichen Stelle und dadurch kann die Schwerkraft nicht mehr das Werk nach unten ziehen und sich nicht mehr negativ auswirken. Heute hat man ja viele Uhren, die mehr bewegt werden. Die Armbanduhren werden ja ständig bewegt, wenn man sie trägt. Heute macht man es, weil es ein Sammlerstück ist, weil es immer noch von der Optik das Spektakulärste ist, was man sich im Bereich mechanischer Uhren halt wünschen kann. Ja. Und weil es auch ein Stück Zeitgeschichte ist und weil es für den Uhrensammler halt immer ein absolut begehrenswertes Stück ist. Hat natürlich seinen Preis, aber bei uns haben Sie die Gewissheit, wirklich den denkbar günstigsten Preis für so einen fliegenden 1-Minuten-Tourbillon zu bekommen. Jetzt haben wir auf dem Zifferblatt auch noch zwei Zusatzanzeigen, die wir Ihnen auch noch mal erklären möchten. Und zwar sprechen wir von einem Handaufzugstourbillon. Richtig, ganz klassisch ist es ja immer ein Handaufzugstourbillon. Und wir haben aber zwei interessante und auch wichtige oder hilfreiche Funktionen mit eingebaut. Zum einen haben Sie hier Walzenhandaufzug, ist eine Gangreserveanzeige. Sie sehen, die Uhr ist hier komplett aufgezogen und Sie können anhand dieser Gangreserve, das kann man sich ja vorstellen wie so eine Spritanzeige im Auto, können Sie immer sehen, wie viel Energie habe ich noch, bis ich die Uhr wieder aufziehen kann. Ja? Dann haben Sie hier eine 24-Stunden-Anzeige. Das ist ja immer interessant, dass Sie auch die erste und zweite Tageshälfte korrekt auf dieser Uhr eingestellt haben. Und die ist noch gekoppelt mit einer Tag-Nacht-Anzeige. Das heißt, hier können Sie dann natürlich auch, dadurch, dass diese beiden Anzeigen miteinander verbunden sind, immer sehen, wann ist Tag, wann ist Nacht.
von der Optik her, finde ich, ist das einfach auch noch mal eine schöne Geschichte. Du sprichst gerade über die Optik. Wir haben hier ein rosé-vergoldetes Gehäuse. Ja, so zweistufige. Hochglanzpoliert. Ja. Haben auch die Möglichkeit, von hinten einfach noch mal reinzuschauen. Du hast es vorhin gerade gezeigt, also der Blick direkt durch den Tourbillon ist prinzipiell etwas Spannendes für all diejenigen, die Freude an mechanischen Uhren haben. Ja. Und der Tourbillon ist ja, haben wir festgestellt oder auch wiederholt, das komplizierteste Handaufzugswerk oder mechanische Uhrwerk überhaupt. Ja. Und wer Freude an mechanischen Uhren hat, die wirklich noch ticken, obwohl die wird nicht ticken, oder? Wird sie ticken durch den Tourbillon? Der Tourbillon schwebt ja eigentlich. Ganz genau, also das dürfte nicht wahrnehmbar sein. Ja. Okay. Mhm. Weil das wird ja oft geliebt auch. Das ist ja auch ein interessanter Fakt. Sie kommt sehr elegant daher mit einem Echtlederarmband. Und du hast es, glaube ich, auch schon erwähnt, wir haben auf der Rückseite ein Saphirglas, richtig? Wir haben zweimal Saphirglas verwandt. Also Saphirglas, wer es noch nicht weiß, heißt deshalb Saphirglas, weil es den gleichen Härtegrad hat. Und da gibt es nur noch ein härteres Material als Saphir und das ist der Diamant. Das heißt also, das einzige Material, was wirklich der Kratzer verursachen könnte auf dem Glas, wäre ein Diamant. Heißt für Sie, Sie bekommen das beste, kostbarste und unempfindlichste Glas und das gleich zweifach auf der Frontseite und auch auf der Bodenseite. Und das gehört einfach zu so einer Luxusuhr in der Ausstattung mit dazu. Ist auch keine. Ja, bitte? Danke. Ich zeige Ihnen gerade mal, wie einfach es ist, die Butterfly-Faltschließe auf die richtige Größe einzustellen. Das heißt, das machen Sie einfach durch einen Don, einstellen auf Ihre Größe. Einmal wird das vorgenommen, genau, so dann passt das. Dann wird es doppelseitig zusammengeklickt und der Vorteil, sieht man schon, hier wird das Lederarmband nicht an der kritischen Stelle geknickt. Ja. Und Sie haben wesentlich länger Freude an diesem Echtlederarmband. Unsere heiße Empfehlung, fragen Sie bei uns im Bestellcenter bitte auch nach der 0% Finanzierung nach, dann ist der Elation in den nächsten Tagen bei Ihnen. Liebe Zuschauer, liebe Uhren, liebe Mondfreunde, wenn Sie, ja, guck mich nicht so an, es geht um die Mondphase. Es geht um die Mondfreunde zu Hause, das ist verständlich, liebe Mondfreunde, wir begrüßen die Mondfreunde. So, wie kriege ich den Bogen zur Uhr mit der echten Mondphase? Wahrscheinlich gar nicht. Wir möchten Ihnen in Form der Moonlight von Constantin Demont diese sehr interessante und speziell gestaltete Uhr einfach mal näher bringen. Also das Erste, was auffällt, ist ein spezielles Zifferblatt, da sagt der Fachmann Dirk Pfeiffer. Ja, das ist diese Kristalloptik und wir sagen im Englischen Crystal Structure Dial, also wie kleine Bergkristalle von der Struktur her, das quasi in ein Zifferblatt eingefangen. Das wirkt bei Ihnen noch ganz, weil es ist jetzt sehr, sehr groß, ein bisschen andere Lichtverhältnisse, bei Ihnen wirkt das noch anders, da hat es noch so einen schönen Sonnenschliff, bekommt es dann noch zu Hause mit. Mhm. Toll ist, das hat der Olaf richtig gesagt, wir haben hier eine echte Mondphase und schauen Sie sich mal den kleinen verträumten Preis an. Unter 75 Euro. Ein Miyota-Kaliber, sonst erstmal eine nachmachen. Eine Stainless-Steel-Edelstahluhr mit Milanese-Armband, mit echter Mondphase. Wir haben ein Zeigerdatum, wir haben eine Kalenderfunktion, ganz, ganz viele Funktionen auch mit dabei. Und wie ich finde, einfach eine richtig schicke Uhr. Ja? Absolut. Bei einem schicken Mann passt das auch absolut. Ja. Jetzt sollten wir endlich mal über die Mondphase sprechen, lieber Dirk. Die Mondphase, was ist denn das Besondere jetzt an der Uhr, eine Mondphase zu zeigen? Sag doch nochmal Mondphase, oder? Mondphase. Ist richtig. Also, das Tolle dabei ist, dass Sie hier wirklich eine echte Mondphase haben. Nee. Und diese Mondphase zeigt Ihnen quasi, können Sie simultan stellen zum Mondverlauf. Das heißt, 29,5 verschiedene kleine Nuancen von einer Anzeige sind dort möglich. Innerhalb eines Monats können Sie das komplett simultan zum Verlauf am Himmel stellen. Das heißt, und deshalb können Sie das wirklich genau 1:1 dort verfolgen auf diesem kleinen Sichtfenster. Ich kann einfach auf die Moonlight, auf die Mondphase schauen und weiß, was der Mond geschlagen hat. Was, so kann man sagen. Ich weiß also ganz genau, was ich bei Vollmond oder abnehmendem Mond mache oder nicht machen Warum sollte. Warum du auf einmal wieder Haare hast bei Vollmond. Und so lange Zähne, genau. Ja, genau, genau. Ja? Es gibt ja tatsächlich auch sehr interessante Geschichten. Es gibt tatsächlich Friseure, die die Haare schneiden bei abnehmendem Mond. Weil einige Leute sagen, bei abnehmendem Mond, alles, was irgendwie abnimmt, eine Diät sollte man nur bei abnehmendem Mond anfangen. Die haben also dann in der Woche nur 3 Tage auf, oder ja, ist das im Monat nur 3 Tage auf? Das ist das Problem des Geschäftsmodells. Ja, ja, da sollte nochmal überdacht werden. Aber um das einfach nochmal für Sie zu unterstreichen, die echte Mondphase bedeutet halt für die Hersteller der Moonlight, dass da einfach eine ganz andere Komplikation eingebaut werden muss als eine Tag-Nacht-Anzeige. Genau. Und wie gesagt, der Preis, schauen Sie mal, 74,99, dafür bekommen Sie einen Miyota-Kaliber,
von dem Hersteller, der wahrscheinlich weltweit am meisten Qualitätsuhrwerke herstellt, Citizen Miota, das ist eine Firma. Ein wunderbares Milanese-Armband, das alleine hat schon Wert von 69 Euro. Das bekommen Sie auch mit dabei. Ja. Individuell einstellbar auf Ihr Handgelenk durch diesen Dornverschluss. Also ganz genau wie ein Lederband auch zu tragen. Schöner großer Durchmesser, wir haben in etwa so 44 mm Gehäusedurchmesser. Und schauen Sie, lassen Sie es mal bei Olaf am Handgelenk wirken. Wenn das schon beim Olaf so gut aussieht, dann sieht es bei Ihnen zu Hause aber erstmal richtig gut aus. Ich arbeite gerne mit dir. Mhm. Der Vorzugspreis, liebe Zuschauer, 74,99 ist eigentlich überhaupt kein Grund, nicht anzurufen oder andersrum. Hier sind alle Weichen gestellt, um zu sagen, diese Uhr, die Moonlight von Constantin Dumont, die bestelle ich mir einfach. Die 1500-2428 ist Ihre Bestellnummer. Sehr elegant, sehr interessant. Und wenn Sie jemand an der Bar fragt, was ist denn das, was ist das Besondere, da haben Sie eine Menge zu erzählen. Dem kann ich nur beipflichten. Wir sagen einfach, viel Freude mit der Moonlight. Bestellen sollten Sie unbedingt jetzt. Liebe Zuschauer, wenn ich Ihnen sage Ocean Bay, was geht denn da so als Assoziation durch den Kopf? Woran denkst du, wenn ich dir sage Ocean Bay? Ja, also da denke ich dann, wie ich mit meinem Jetski quasi, mit meinem Jetski, den ich nicht habe, aber mir immer mal gerne gewünscht habe, über die Wellen reite. Und dann, dann komme ich an den Strand und dann gibt es einen Cocktail. Ah, ja? Jetzt stellen Sie sich erstmal das Bild vor, der Dirk Pfeiffer mit sportlicher Figur im Jetski. Sie kennen ja diese James-Bond-Szene, wenn der da so mit seiner roten Unterhose, der Badehose aus dem Meer. So in der du warst sozusagen das Buddy-Double dafür? Richtig. Okay, also die Ocean Bay, das ist die nächste Uhr, die wir Ihnen hier ans Herz legen wollen. Die hat einen richtig starken Auftritt. Absolut. Deswegen finde ich, ist der Name James Bond, den du hier so ganz beiläufig fallen lässt, auch durchaus gerechtfertigt. Sehe ich auch so. Denn das ist eine besondere Uhr. Es ist immer vom Design her so, ich sage das ja sehr, sehr gerne, mein Lieblings-Tauchsportinstrument sozusagen. Ja, schweres Wort. Doch noch die Kurve gekriegt. Also schauen Sie sich die Uhr an. Eine richtig große, starke Uhr. Über 200 Gramm schwer, in etwa 47 mm vom Durchmesser. Und die sieht richtig klasse aus. Die hat so diese richtig markant breiten, nach hinten ausgestellten Bandanstöße, wie man das von vielen Luxusmarken halt kennt. Und das hat auch den Vorteil, dass das vom Tragekomfort natürlich ein Vorteil ist, weil die Uhr ja sehr massiv ist und trotzdem dreht sich hervorragend. Schauen Sie mal, das ist hier sogar noch in diesem Dreiecksschliff veredelt. Also ganz, ganz viel Feinarbeit wurde da geleistet. Und noch dazu, wie gesagt, das ist eine Profitaucheruhr, komplett in Chirurgenstahl. Nionenvergoldung, das heißt also ein richtig toller Auftrag mit Roségold im Mittelteil. Und das Wichtigste, mit das Wichtigste ist, erstmal 300 Meter wasserdicht, 30 ATM geprüft. Mhm. Aber auch, was ist da für ein Uhrwerk verbaut? Sag mal, was ist da für ein Uhrwerk verbaut? Olaf, da danke ich für die Frage. Das ist ein Seiko NH36 Kaliber. Ist das ein Automatikuhrwerk? Der Marke Seiko. Seiko baut auch seit den 50er Jahren Eigenentwicklung, was Automatikwerke betrifft. Das heißt, ich brauche keine Batterie. Ganz genau. Sorry, dass ich dich mal unterbreche. Nee, sehr, sehr gerne. Ich mache es ja auch hin und wieder mal. Wenn auch nicht so häufig. Aber das Schöne ist dabei, keine Batterie. Und Sie brauchen keinen Uhrmacher konsultieren, weil immer wenn eine Batterie ansteht, also der Wechsel ansteht, dann muss die Uhr geöffnet werden und dann verliert oft so eine Uhr die Wasserdichtigkeit. Bei der Uhr kann es nicht passieren, läuft alleine durch Ihre Handbewegung, bleibt deshalb wasserdicht und geschlossen. Und noch dazu, Sie sehen das, auch wenn wir da mal die Lesebrille verlegt haben, die Uhrzeit können Sie immer noch perfekt ablesen, weil Sie haben ganz große Indizes, die in der Dunkelheit auch mit Leuchtmasse versehen sind, damit Sie da auch noch entsprechend immer noch die Uhr perfekt ablesen können. Beim Tauchen, bei Lande, zu Wasser, in der Luft, in der Dunkelheit, perfekt. Dirk, lass uns einfach mal über Stückzahlen sprechen. Constantin Dumont, Ocean Bay. Werden die in tausender Stückzahlen gefertigt? In der Variante, das heißt also, wenn man sieht, Vergoldung plus Zifferblattfarbe, immer nur so um die 80 Stück weltweit. Wie viel? Ja, 80 Stück. 80? Mehr sind davon nicht hergestellt worden. Ja? Dann gibt es vielleicht eine Variante in Rot, dann wieder 80 Stück, vielleicht eine in Blau, wieder 80 Stück, aber mehr als 80 Stück sind es halt nicht. Heißt für Sie, davon existieren weltweit momentan nur 80 Stück und das macht diese Uhr auch so besonders. Weiterer Vorteil bislang, immer so um die 129 Euro vom Preis. Wir haben dann noch mal richtig was am Preis gemacht, obwohl die wirklich günstig ist. Normalerweise, ich sage immer, bekommen Sie einen Gegenwert von 500 Euro und Sie zahlen lediglich 109,99 Euro. Wenn Sie zu einem kleinen und exklusiven Kreis von Uhrenfreunden gehören wollen, dann brauchen Sie die Ocean Bay. Probieren Sie die einfach aus. Ja, Sie haben richtig gehört, ausprobieren. 30 Tage lang Geld-Zurück-Garantie unsererseits. Und wir garantieren Ihnen eben auch die 30 ATM Wasserdichte. Wir garantieren Ihnen den Vorzugspreis von 109,99 und dann natürlich
viel Freude mit der Ocean Bay. Für Männer, die Wert legen auf einen ganz starken Auftritt, die sportlich sind und obendrein auch noch Wert legen auf Uhren, die richtig was können, ist genau die Ocean World die richtige Empfehlung, oder? So sieht's aus, Olaf. Und gerade auch bei sportlichen Uhren, ich sage immer, da gehört auch ein bisschen Farbe dazu. Wir haben jetzt hier wirklich ein schönes, klares, rotes Zifferblatt, eine richtig tolle sportliche Uhr. Guck mal. Und das ist also quasi auch schon der nächste Preis-Leistungssieger der heutigen Sendung. Denn was bekommen Sie hier? Zum einen bekommen Sie eine Profitaucheruhr, denn wir sprechen von 30 ATM. 30 ATM ist wirklich eine Norm, womit Wassersport alles geht. Für Sie, wenn Sie jetzt kein Taucher sind, kein Wassersportler, aber immer die hundertprozentige Sicherheit, das ist eine Uhr, da kannst du dich drauf verlassen. Die ist wasserdicht, die hält alles aus, die macht alles mit, die ist auch wirklich extrem robust. Zum anderen haben wir hier eine Uhr mit einer zweiten Zeitzone. Und das wird nicht durch irgendein Werk angezeigt, sondern auch hier wieder von der Nobelschmiede aus der Schweiz, von Runda. Die Marke, die zu den drei großen Global Playern im Bereich Schweizer Uhren gehört, was Werke betrifft. Da gibt es Ronda, ISA und ETA. Wie gesagt, wir haben das Ronda-Kaliber. Das 15015 ist das Dreizeigerwerk. Das Punkt24H ist das mit der zweiten Zeitzone. Das heißt, auch diese Uhr ist ideal, wenn Sie das interessiert, wenn Sie eine Uhr haben möchten, die eine zweite Zeitzone darstellen kann. Meinetwegen für den Urlaub ist sowas natürlich immer richtig, richtig toll, wenn Sie in verschiedenen Zeitzonen unterwegs sind. Und von der Optik her, die sieht doch extrem wertig aus und ist auch schwer, groß, stark, männlich, so möchte ich es mal nennen. Absolut. Ich möchte Ihnen das auch mal aus einer anderen Perspektive zeigen. Also die hat schon ein gewisses Gewicht. Was würdest du sagen, wie viel Gramm? Wir sind hier bei über 200 Gramm, 210 Gramm, 220 Gramm in etwa. Durchmesser dieser Uhr in etwa so 48 mm. Vielen Dank. Sie sehen aber, dass sich die Uhr an Ihr Handgelenk schmiegen wird, weil diese Bandanstöße schon in entsprechender Form vorliegen. Was mir ebenfalls sehr gut gefällt, sind die unterschiedlich gestalteten Elemente hier beim 1, 2, 3. Ja, beim Mittelteil des Armbandes. Man würde sagen, im Münzbereich würde man ja fast sagen, polierte Platte. Ja? Kann man so sagen. Oder auch du beim Friseur, lass mir den Scherz. Es ist wirklich eine. musste mal wieder gebracht werden. Pass auf. Es ist wirklich eine tolle Designsprache. Wir haben ja gerade was gesehen und möchten einen Hinweis an Sie geben. Ja. Sie sehen gerade, die Krone ist nicht verschraubt im Moment. Das sieht man hier. Ja. Die Krone sollte sinnvollerweise immer im Gehäuse verschraubt sein. Ich muss das mal zu mir rumdrehen, damit ich das machen kann. Weil nur dann ist die Wasserdichtigkeit von 30 ATM auch wirklich gewährleistet. Also so muss das sein. Das ist wirklich ganz wichtig. Jetzt hier an der Seite, jetzt ist sie drin. Ne? Genau, das ist ganz wichtig. Damit ist auch gewährleistet, absolut wasserdicht, staubdicht. Ist auch dann komplett vom Flankenschutz noch mal geschützt, also dass da wirklich der Krone überhaupt nichts passieren kann. Ich sage mir so, die einzige Gelegenheit, wenn eine Krone aufgeschraubt sein sollte, ist zum Einstellen der Uhrzeit und des Datums. Danach immer wieder verschrauben. Ne? Richtig. Sonst, weil nur damit gewähren Sie diese hundertprozentige Wasserdichtigkeit. Versuch noch mal irgendwie meine Frage in einem kurzen Satz zu beantworten. Wenn ich eine Uhr mit 30 ATM draußen in der freien Welt kaufen möchte, was würde ich dafür zahlen müssen? Fragezeichen. Ja, ohne zweite Zeitzone, Olaf, locker mal 200 Euro aufwärts. Ja? Okay. Wenn wir jetzt eine komplette Edelstahlvariante haben, wie in diesem Fall, mit einem Schweizer Werk, mit einer zweiten Zeitzone, dann bist du auch gerne mal bei 350, 400 bis 500 Euro. Ja? Unser Preis, gucken Sie sich den mal an. Das waren drei Sätze. Trotzdem vielen herzlichen Dank. Hier bei uns zum Vorzugspreis von 79,99. Jetzt ran ans Telefon. Liebe Zuschauer, das war Edle Armbanduhren für ihn. An dieser Stelle ein recht herzliches Dankeschön, nicht nur fürs Zuschauen, sondern auch fürs Einkaufen. In den nächsten Tagen werden die Uhren, die Sie hier bestellt haben, auch bei Ihnen sein. Und auch dir, lieber Dirk, recht herzlichen Dank. Der Dank gilt auch dir, aber Ihnen zu Hause am allermeisten. Ich freue mich, dass Sie immer noch und stets und auch in wachsender Anzahl uns treu geblieben sind. Herzlichen Dank. Also, dranbleiben. Hier bei Channel 21 geht's natürlich weiter. Bis bald.